Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zum nächsten YouTube-Video. Ja, Leute, ich dachte mir heute mal ein anderes Intro, weil ich habe überall aufgenommen. Ich habe ihn vom Stadion aufgenommen, zu Hause. Und ich dachte, heute fange ich mal an beim Kieler Hauptbahnhof. Ja, hier ist momentan noch wenig Betrieb. Morgen um 12 Uhr ist voll hier. Und morgen ist Hertha alles von der Polizei. Man weiß es doch alles wieder. Ja, Hertha, guter Gegner, sind zwar auf Platz 16 und Kiel auf Platz 5 trotzdem. Man darf den Gegner aus Berlin nicht unterschätzen. Die haben einen sehr guten Stürmer, Tabakovic. Ich habe sehr viel Respekt von ihm. Ich hoffe, dass er uns morgen verschont. Letzte Woche gegen Braunschweig 3 Buletten gemacht. Ja, wird schwierig. Ich hoffe, dass wir ihn ein bisschen zustellen können. Und ja, Leute, ich bin auch sehr, sehr, sehr müde. Aber ich dachte mir, komm, ist Freitagabend. Ich nehme das mal hier auf. Mal was Neues. Leute, lasst schon mal ein Like da, abonniert den Kanal. Ja, Leute, ich freue mich über jeden Support. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu Hause. Abfahrt. Guck mal, Leute, dann gehe ich wieder nachts joggen. Und wen sehe ich hier? Hertha-Bus. Geil. Leute, ich bin ready für morgen und ja, jetzt geht's aber rein in die Hütte. Gentlemen, it's match day. Guten Morgen, meine lieben Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Ladies and Gentlemen, it's match day. Ja, it's match day. Kiel gegen Hertha. 13:30 Uhr, Holsteinstadion. Let's go, Leute. Ich bin hier noch ein bisschen im Park. Roller. Wollen wir mit dem Roller jetzt zu mir fahren? Nee, wir gehen, Leute. Wir gehen nochmal zu Fuß. Es ist jetzt 10 Uhr 45. Eben war ich noch am Hotel von Hertha, kurz ein paar Fotos gemacht. Die Fotos werdet ihr auch hier sehen. Tabakovic getroffen, Reese, Leistner, Niederlechner. Die Jungs wollte ich unbedingt haben. Habe ich geschafft. Und ja, Hertha brauche ich nicht viel sagen. Eine gute Mannschaft. Auswärts sind sie wahrscheinlich, Auswärtsblock ist wahrscheinlich ausverkauft. Das Kieler Stadion ist auch ausverkauft. Das erste Mal diese Saison wird, glaube ich, ganz cool. Coole Atmosphäre. Wenn Hertha kommt, fallen ja meistens Tore. Gegen Magdeburg Tore gefallen. Braunschweig 3 Dinger gefallen. Ich bin gespannt. Wetter ist auch sehr, 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 sehr gut. Und ja, Leute, ich muss jetzt beeilen, dass ich nach Hause komme. Ich zeige euch jetzt mal kurz die Aussicht. Und Leute, gerne meinen Kanal schon mal abonnieren. Und Leute, hier, guck mal. Guck mal das Wetter. Hier ist so ein kleiner See immer in Kiel. Aber geil. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt vorm Stadion. Leute, wir sind an der Ostsee angekommen. Ich dachte mir, komm, ich muss noch ein bisschen was essen, bevor ich ins Stadion fahre. Aber guckt euch mal die Aussicht an. Das Wetter spielt heute für Kiel, glaube ich. Mein Tipp habe ich ja schon gesagt, 3-0. Ich muss mich schnell reinschaufeln und wir sehen uns am Stadion. Let's go, Forza Kiel, an den schönen Ostseestrand. Leute, ich bin in der Schlange, dann gehen wir kurz mal die Aufstellung durch von Holstein Kiel. Tor Weiner, Skrips gespielt, Fechler spielt wieder, verstehe ich nicht. Klein Beke ist wieder gesund. Ja, es gibt wenig Änderungen. Philipp Sander fällt aus, muskuläre Probleme, Fried Johansson auch. Den ist auch verletzt. Ja, ich bin gespannt. Jetzt kommen wir zu Hertha. Ehren spielt, Kabufniak, Riese, Butzia, Kempf, Kabarovic, Dardain, Leistner, Kapitän, ja. Der Offensiv. Leute, jetzt ist wir hier rein, sollen die Schatten ausmachen. Leute, ich bin im Stadion angekommen, scheiß Blick hier. Blöd, weil unter mir ist die Treppe, aber egal. Das ist das Beste draus zu machen. Jetzt noch eine Stunde. Hier macht noch irgendwie eine Choreo, weil der Capo wird ja heute verabschiedet. Also ich denke mal, Pyro wahrscheinlich auch. Hertha, sehe ich von hier nicht viel. Aber kann halt echt was Geiles werden, ich bin gespannt. Guck mal, da sind die Hertha-Fans hier. Aufgefallen ist, die Werbebande ist weg. Letztes Mal gegen Paderborn, seht ihr, hier gab es ja Stress und die Ultras die Werbebande ein bisschen sabotiert. Kann ich aber auch völlig nachvollziehen. Hier ist so viel Werbung, in keinem Stadion habe ich so viel Werbung gesehen wie hier. Das ist verrückt. Und ja, aber ist cool, dass die Kieler sich durchgesetzt haben. Leute, ich bin heiß, ich habe Lust auf 3 Punkte heute. Respekt, wie viele Hertha-Fans ist hier reingeschafft, auch bei uns viele. Aber es ist halt krass, Kiel kriegt das Stadion nicht voll und dann kommen die Gäste und machen es halt voll. Ja, aber egal, noch 20 Minuten. Leute, ich muss halt bestimmt mein Bart rasieren. 5-1 verloren, muss ich wegmachen. Scheiße. 20 Uhr Journalist und die 32 Jonas Sterne. Auf jeden Fall an dieser Stelle. Und sei ein schönes Spiel. Wir sehen hier die Hörner gegen Kiel. Kiel! 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 Das ist erstmal ein falsches Platz. Ich habe mir auf den falschen Platz gesetzt. Das ist mir noch nie passiert. Noch nie. Das war unangenehm. Aber egal. Genießt einfach, Leute, genießt. Forza, 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 check it.
Geld das Spiel. Leute, man sieht ja gar nichts. Dem alles zugenebelt. Oh. Bitte unterlasst das Abbrennen von Feuer. Wir geben heute Vollgas, alles nachholen. Alles eingenebelt. Angepfiffen worden, aber mit 4 Minuten verspielt, weil Kiel hat massiv Pyro abgezündet, aber geil, was will man mehr, bisschen Action hier, ja, es geht los, Hertha ist auch da, hat auch Stimmung hier, jetzt die erste Ecke für Hertha. Dummer Ballverlust, wie gegen St. Pauli. Kriegst einen Konter rein, diese Flanke und Kopfball drin. Du hast es probiert. Sehr, sehr, sehr ärgerlich. Warum kannst du mir hinten so offen? Aber egal. Jetzt zeigst du es mir noch ein bisschen Zeit, dass du gegen ihn wieder. Wie gegen Pauli. Kriegst du wieder so ein dummes Tor rein. Leute, Halbzeit ist, ja, ich bin nicht zufrieden, wir haben wieder 2 Gegentore bekommen, vorne haben wir auch kaum was hinbekommen, eigentlich muss ich auf Toilette, aber hier ist alles voll, ausverkauft, muss man auch mit Warteschlangen rechnen, ja, also ich hoffe, dass Raab und Simon Kalla oder ein bisschen was tut, ab rein, weil vorne haben wir nichts bekommen, wir haben vielleicht 2 gute Chancen gehabt, Hertha 2 Schüsse, 2 Tore, Stimmung ist ganz gut, aber trotzdem kann nicht sein, dass wir 2-mal auf den Sack bekommen jetzt, erst letzte Woche im Millern-Tor habe ich verdaut, aber jetzt brauchen sie. Und Leute, jetzt sehen wir die Tore auf unserer Seite. Die spielen jetzt auf unserer Seite. Geil, jetzt sehen wir hier mal ein paar Tore. Jetzt geht's weiter hier.
Winkler. Schöner Kopfball, Ecke. Drin ist der Ball. Deutschland, ole. Aber wir haben noch knapp 45 Minuten. Ole, ole. Leute, ihr habt der Retter Pott jetzt. Leute, Elfmeter für Kiel, Elfmeter. Warum kommt keiner mit? Wenn der Ball jetzt reingeht, brennt sie der Helm. Alter Schwede. Für Kiel. Leute, wir kommen. HSV. Wir wollen erster Platz werden heute. Da geht wieder ab, kommt rein. Es sind noch 20 Minuten zu spielen. 2-2, hier kann jeder noch gewinnen. Weil wir spielen mit offenem Visier. Sehr spannend, sehr gutes Spiel wieder. Rein damit, Bälle rein. Auf da! Nein! Geiler, geil gehalten nochmal. Hätte das 4-2 sein können. Einer ist jetzt
Leute. Kiel hat verloren. 3-2 war aber eine packende zweite Halbzeit. Viele Schiedsrichter fehlentscheiden nach meiner Meinung nach. Ja, jetzt nächste Woche in Karlsruhe, aber sehr ärgerlich. Hier nochmal die Aussicht. Trotzdem ärgerlich wieder, aber wenn man so einen scheiß Schiedsrichter hat, verliert man das Ding nur. Egal, jetzt geht's nach Hause, schnell Video ready machen. Leute, lasst schon mal ein Like da. Ich muss das Ding beenden jetzt, weil ich bin so genervt und sauer und traurig. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wir sehen uns. Was geht ab, Leute? Das Auto kommt doch noch. Ich habe ihn noch im Fan getroffen, er hat mich erkannt. Bei McDonald's ist auch was anderes. Was sagst du zum Spiel? Oh, also es war krass, Digga. Die Jungs haben gekämpft. Aber jetzt kommt voller Fokus auf Karlsruhe. Ja, da müssen wir wieder 3 Punkte. Heute ärgerlich, Schiedsrichter war auch nicht so gut. So, Leute, lasst ein Like da und abonnieren nicht vergessen. Ja, Leute, habt ihr gehört, haut rein, bis zum nächsten Mal.